Das bin ich, Matthias Erbacher, Jahrgang 74, verwitwet, zwei erwachsene Kinder. Und das ist meine Heimat, in der ich aufgewachsen bin, in der familiären Schreinerei, die ich dann mit 27 übernommen habe. Dazu das Thema Bestattungen, das der Schreiner im ländlichen Raum oft mit anbietet und was ich ab 2008 in den Vordergrund gestellt habe. Zum Geschäft, Schulden durch den Hausbau, zu allem anderen dazu kam ab 2011 Krebserkrankung von meiner Frau. Und ich habe noch besser funktioniert. Ich habe mich um alles gekümmert, außer um mich. Und das Funktionieren hat sich mit ihrem Tod 2018 vervielfacht. Die Verantwortung allein zu tragen für Erziehung, Absicherung und Alltagsbanalitäten hat mich sogar vom Trauern abgehalten. Ich war an einem Punkt, an dem mir alles zu viel war und ich mir nicht vorstellen konnte, dass es einen Ausweg gibt. Doch ich habe gemerkt, dass sich was tiefgreifend verändern muss. Und dann habe ich mir auf den Weg gemacht. Mit Begleitung konnte ich Veränderung als Chance sehen und über den Tellerrand rausgucken. In der Zeit habe ich viel über mich gelernt und so manche Mauer eingerissen. Aber es ist nicht immer notwendig, gleich eine Wand einzureichen. Und vor allem, Arbeit muss ja auch gemacht werden, weil die Rechnungen zahlen sich nicht von allein. Und in Urlaub will man ja auch, oder? Bloß ein zweimal Urlaub im Jahr bringt dir nicht in Lebendigkeit. Ich unterstützte raus aus dem Funktionsmodus und nein in ein Tun voller Lebendigkeit. Weil das ist lebenswert.